herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Im Endspurt würde ich sagen, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Reihen, glaube ich, mit der hier 6. Und dann haben wir das Feld hier getiefenlockert. Ja, das ist sehr gut, weil dann sind wir da mit fertig. Dann ist hoffentlich der Herr Schäfer, Schneider, nein, wie heißt er? Stefan Müller heißt er. soweit fertig, dass er mir den Anhänger wieder zurückbringt. Und ich dann eben Leerpaletten und Kartons zum Metzger bringen kann. Das wäre optimal. Ring, ring. Folge Varuna, hallo. Guten Tag, Herr Varuna, Krüger am Apparat. Servus. Ich würde bei Ihnen die Holzkohlepaletten abholen und zum Wasserwerk transportieren. Okay. Das Geld würden Sie denn von der Gemeinde bekommen? Ich hoffe, Sie kriegen ordentlich bezahlt, dass Sie die fahren. Ja, ist gerade vereinbart worden. Super. Und danach würde ich anfangen, Ihre Felder zu bestellen, wenn es recht ist. Wenn Sie dann noch nicht fertig sind. Also je wenn nachdem. Sie noch nicht fertig sind. Der Diesel ist, Vin Diesel ist da gerade auch mit dabei. Okay, dann weiß ich da Bescheid, weil ich musste jetzt erst gerade mal mit der Gemeinde ein bisschen verhandeln mit dem Herrn Neumann. Ja, der Geizkragen, aber, ne? Nein, es ging darum, mein Vorgänger hat mir ein bisschen, ja, Füllen hinterlassen und so weiter und keine Maschinen und so weiter. Da muss jetzt einiges erst regeln. Oh Gott, nach ihm die Sintflut. Und dann auch wegen Lohndienstleistungen, Übernahme, wie wir das machen. Was bieten Sie denn alles an? Ich würde alles anbieten. Von Feldarbeit bis Transport? Genau. Okay. Wie geschickt sind Sie mit dem Frontlader? Naja. Okay. Wenn es sein muss, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Ja, ich möchte es nur wissen, weil es ist ja doof, wenn ich Ihnen einen Auftrag erteile und Sie dann länger brauchen ja, wie ich. Kommt drauf an, was mit dem Frontlader. Ja, Paletten. Paletten, ja, das geht ja. Und Forst? Bäume? Mit Poltergabel. Poltergabel? Ja. Ist ja einfach. Okay. Womit haben Sie dann Probleme beim Frontlader? Ah, die Rundballen. Ach so. Ne, Ballen brauche ich zum Glück keine. Okay. Okay. Gehen wir auf jeden Fall hin. Gut, dann melden Sie sich einfach. Achso, warte. Kleine Frage, der Hakenlift-Anhänger mit Plattform stehen unten beim Sägewerk, oder? Jawohl, es sind auch beide eigentlich beladen. Ich müsste nur noch mal vorbeigucken nach der Menge, wie viele Paletten das jetzt genau sind. Okay, ich würde jetzt nur kurz bei mir vorbeifahren, die Presse abhängen und dann direkt runterkommen. Gut, dann rufen Sie an, wenn Sie dort sind. Mach ich, okay. Danke. Gut, bis nachher wieder. Tschö. Okay, das ist ja schon mal von Vorteil. Je nachdem lasse ich ihn dann einfach auch mal zählen, ups, wie viele Paletten das sind. Dann muss ich nämlich nicht vor Ort sein. Aber drei Bahnen habe ich noch. Vielleicht reicht das sogar zeitlich. Und der sät ja hoffentlich da hinten an. Na, der düngt wahrscheinlich erst. Ich muss mal gucken, wie viele Paletten das genau sind, weil ich bin irgendwie verwirrt durch das, was noch in der Produktion ist. Holzkohle, da stehen ja noch 6 Paletten drin. Holzkohle ist eigentlich leer. Ja. Aber ich weiß halt nicht mehr genau, wie viel ich schon verladen hatte.
Volker Varuna, hallo. Hallo, hier ist Herr Neumann. Na, servus. Du, wolltest du irgendwas? Ja, ich wollte wissen, wer die Holzkohle abholt. Der Charlie Krüger holt es ab. Ja, hat er mir schon gesagt. Und du bezahlst dann? Für die Gemeinde? Gemeinde, ja. Bezahlst du mit? Ja, nee, ist klar. Was war denn vorletzte Woche los bei dir? Wieso? Hast du irgendwie falschen Apfel getrunken oder so? Falschen Apfel getrunken? Also, ja, wurde mir so an. Dass man Äpfel isst. Ja, eben, deshalb sage ich ja. Vielleicht hast du ihn getrunken. Da wurde mir so ans Bein pinkeln wolltest. Oh, Regeln sind Regeln. Ja, kann ich nicht so. Komm, Gesetze kann man auch mal anders auslegen. Aber wenn rauskommt, dass ich das nicht gemeldet habe, dann bin ich der Probleme bekommt. Ach was. Oh doch. Würde doch keiner machen. Ah, beim Polizisten weiß man nicht. Okay. Ja, ich weiß gerade nicht genau, wie viele Paletten da vorrätig sind an Holzkohle. Bin ein bisschen verwirrt, weil ich habe noch welche gefunden im Palettenlager. Wenn ich jetzt dann mal runterfahre, dann gucke ich mal, wie viel das sind und gebe es dir durch. Jo. Gut. Dann bis später. Jo, bis später. Danke, ciao. Ciao. Naja, Gesetze. Hier so ans Bein pinkeln, das ist ja nicht mehr feierlich, ey. So, aber ich bin durch hier. Dann kann er nämlich gleich weiter ansehen hier, wenn er durch ist bei auf dem anderen Feld. Ich hoffe mal, der hat jetzt da noch nichts angesät, weil der weiß ja eigentlich noch gar nicht was. Folge war ohne, hallo? Volker Diesel hier. Hi. Hi, es kann ein bisschen was länger dauern beim Stefan. Der hat sich so dämlich hier reingefahren. Was hast du da jetzt damit zu tun? Der hat doch gesagt, ich sollte mal eben rausschieben. Nur das Problem ist, der hat sich so der aber da reingesetzt. Es kann doch nicht sein, dass du. Du fährst hier von Buxtehude nach Hintertupfingen. Es ist doch unnötig, das soll er jemand anders anrufen. Ja, ich kümmere mich so schnell wie möglich drum. Dass wir da wegkommen. Ja, was pflanzt du jetzt auf dem Feld an? Bei dir? Ja. Die 109? Ja. Sojabohnen. Nee. Ich wollte wissen, wie viel du brauchst. Wie voll ist denn bei deinen Schweinen gerade? Fast leer. Gut, und wie viel ist noch drin? 15.074 Liter. Okay, warte mal kurz. Ich habe nämlich noch 30.000 Sojabohnen auf dem Halde. Aber wenn du jetzt Minimum 2 Ladungen Soja, Schweine wegfährst. Ja. Wie viele Schweine hast du da noch? 2 Ladungen. Ja. Guck mal, wie groß ist denn nochmal der Anhänger? Warte mal, 138. Ja, also 72. Ja. Da hast du fast halbiert. Das wäre aber, denke ich, erstmal okay, oder? Ja. Hm.
Okay. Dann machst du das. Dann brauchst du ja gar nicht mehr so viel Sojabohnen. Und je nachdem, dann pachten wir uns noch ein Feld mit Sojabohnen. Ja. Das können wir dann auch noch machen. Ja. Okay. Dann bis gleich. Gut, bis... dann bitte auf beide Felder Dinkel. Alles klar. Gut, ciao. Ciao. So, jetzt haben wir das organisiert. Jetzt muss ich gerade mal hier gucken. Wie viel hier jetzt noch dran sind. Also 2, 4, 6. Der Anhänger steht auch immer beschissen, ne? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19. Jetzt muss ich gleich nochmal zählen, ey. So, nochmal. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zwölf, 13, 14, 15, 16, 17. Noch ein Stück, Herr Krüger. Ja, Moment, Herr Verona. Gut. Moment. Gut, passt. Bangort ist schon dran. Müsste. Müsste passen. Ja. Dann soll ich von rüber. Moment, ich bin gerade. Jetzt habe ich mich. 17, Moment. 18, 29, 21 und 6 wären 27, oder? Das sind jetzt hier 6 Paletten. Genau. Auf dem hier sind es 11. Also ich könnte auf den Sechser, da könnte ich auch noch mal welche drauf machen. Wenn Sie wollen, gerne. Ja, dann fahren Sie mal her. Einfach hier quer, ich hol mal einen Telelader. So, dann hole ich hier schnell einen Telelader. Und dann... Ballern wir da nämlich nur welche drauf. Und vielleicht belasse ich es erstmal bei den 21 und behalte die 6 noch auf Vorrat im Lager. Ja, wie Sie wollen. Hallo? Ja? Ja. Ich habe mich gerade gewundert. Ich habe mit mir selber gesprochen. Irgendwie habe ich einen Funk angehabt. Achtung! Sieben, acht, neun, zehn, 21.
Sie können ja dann die eine leere Mulde gleich wieder herbringen. Ja, mache ich dann. Dann habe ich die hier vorrätig stehen, das ist ganz praktisch. Muss mal gerade ein Foto für Instagram machen. Das war schlecht. Das ist gut. Super. So, liebe Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch auch mal wieder fürs Zuschauen. Oh, die ist nicht richtig drauf, glaube ich. Nicht runterfallen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bei der nächsten Folge Real Farming. Bis dahin. Macht's gut. Nein. Tschüss.